Heute die Messi-Baustelle. Nee, mein Airbag-Kontakt. Was habe ich heute noch gefunden? Aufschnittplatte. 1.10. Das ist mir auch noch nicht passiert. Also, ich bin seit heute Morgen um 6 Uhr dabei. Ich habe ja einen Zweitürer mit Kontaktproblem am Airbag. Und ich hatte von meinem alten Viertürer-Kombi den Kabelbaum. Ja, und an dem Kabelbaum hat wenig gepasst. Und mein Stecker war ja kaputt. Habe ich den Stecker hier noch irgendwo liegen unten? Ist ja auch egal, das mit den Auspinnen hat nicht richtig geklappt. Das sieht aber gut aus. Bei meinem anderen Stecker war ja hier, der Kontakt hier war abgebrochen, quer und hier war abgebrochen. Und das ist der Stecker aus dem Kombi. Und übernommen habe ich aus dem Stecker von den anderen komplett nur die Schaltung, nur die Airbags. Ja, und der Schaltkontakt war nicht vorhanden für den. Der muss beim Kombi anders sein, der muss fest sein. Und noch Masse zu und Massekabel. Das ist der alte Stecker. Auspinnen kann man ihn. Man konnte ihn auspinnen mit so einer Nadel. Ich habe auch ein Auspinnwerkzeug, aber ich habe es nicht gefunden. Ich weiß nicht, wo das ist. Aber dann habe ich ihn nur ein Stück rausgekriegt und dann hat er sich hier nochmal verhakt. Und jetzt habe ich den Stecker quasi seziert nach was ich brauche kaputt, was ich nicht brauche kaputt. So, hier erstmal die erste Modifikation. Ich habe hier einen Kabelbinderumzug gemacht, damit es hier in dieser belasteten Zone keinen Zug gibt. Verstehst du, so leicht wie so eine Einspritzdüse, die man auch mit so einer Klammer versieht, ja? Das ist der originale Stecker, ungekürzt, unverlängert von dem Kombi, der hier rangeht. Aber er wollte noch ein Massekabel haben. Jetzt habe ich von dem alten Stecker das Massekabel genommen. Und das Massekabel kommt hier wieder raus und hier rein. Und das ist hier rein. So. Und diesen habe ich auch, ich habe die vorher alle durchgemessen. Ich habe zwar einen Schaltplan, das kam alles hin. Man kann aber auch sogar die Stecker, wenn das nicht passen würde von den Steckern, könnte man sogar die Stecker aufmachen und das umpinnen. Aber es hat gepasst. So. Das ist auch ein ungekürzter Stecker. Unverlängert, ungekürzt, direkt vom alten. Weil wahrscheinlich ist der Fehler hier irgendwo hier zu finden. Ich habe den Fehler ausgelesen mit dem Airbag, mit der Impedanzmessung und ich habe die Sitze beide Sitze umgesteckt. Also ich habe den Sitz auf der Beifahrerseite und den Sitz auf der Fahrerseite gesetzt und dann noch wieder ein bisschen an den Kabeln gewackelt. Und der Fehler ist von den Airbags, von den drei Zündstufen hier, die Airbags, die ja auch die Kurzschlusskontakte haben, der ist rübergewandert. Und der andere Fehler von diesen hier ist nicht drüber gewandert. Das ist der Schaltkontakt für Sitzschienenkontakt. Das heißt, wenn man zu dicht vor davor sitzt, dass der Airbag nur in die kleine Stufe zündet. Und das ist bis hier auch noch alles original. Das ist auch nicht geflickt, sondern das habe ich hier verstärkt. Diesen hier, den Seitenairbag, den musste ich verlängern. Das hat nicht gereicht. Den habe ich hier verlängert. Ich habe den hier ab hier verlängert mit der Überlegung, das hätte ich ihn hier verlängert, weil das ist ja hier auch eine Knickstelle. Es kann ja auch sein, dass das hier kaputt ist, gewesen ist. Deswegen habe ich den hier verlängert. Ja, wie habe ich den verlängert? Ich habe großzügig abisoliert, die Adern über 90 Grad verzwirbelt, eine 1,5er Aderenthülse drüber gemacht.
gekrümmt mit einer guten Zange. Mit einer Krimmzange, mit einer richtigen so Viereck-Krimmzange und dann noch eine 2,5er drüber und auch nochmal gekrimmt. Und dann Telefon drüber. Band drüber. Das ist jetzt hier, das ist auch für mich eine Verstärkung. Das ist hier auch eine Verstärkung. Das ist der originale Clip, der dran war. Ja, so sieht das aus. Und da sitze ich 12 Stunden bei. Mach doch Feuer. Ich habe ja den Sitz auch noch ein bisschen umgebaut. So, hier muss ja auch ein bisschen länger haben. Also das sollte in Ordnung sein. Auf jeden Fall sind die Zündstufen jetzt in Ordnung. Und das, was jetzt noch, ich muss das Ding noch wieder ein, ich ziehe den nicht hier an. Ja, den Sitzbezüge habe ich auch gewaschen. Das mache ich aber, der kommt erstmal nach unten und wird eingebaut. Und dann wird ein bisschen rumgewackelt. Ich habe ja Schimmel im Wagen gehabt. Der stand ja 1,5 Jahre. Und das Problem war tatsächlich, die Ursache des Problems war, muss hier irgendwo liegen. Ich habe nur auf dem Fahrersitz, ich habe 2 von diesen gekauft bei Aldi, 2 Stück davon gekauft. Ja, die kosteten 2 Euro oder 1 Euro. Und die sind nicht luftdurchlässig. Und die haben dafür gesorgt, dass, dass das schimmelig wurde. Ja? Die habe ich jetzt gelöchert. Ich habe die gewaschen. Ich benutze die wieder. Weil die ist eigentlich gar nicht mal schlecht. Ich meine, okay, jetzt. Es war auch mal das Werkzeug da, eine Werkzeugkiste da drauf zu stellen, länger. Das Kondenswasser ist da drüber. Auf jeden Fall, was habe ich noch gemacht? Ich habe das mit der Puste, mit Pressluft abgepustet. Dann habe ich einen halben Liter von diesem Handdesinfektionsmittel drüber gesprüht, hier drüber tropfeln lassen. Dann habe ich es wieder abgepustet. Und dann es ist es trotzdem staubig gewesen. Ja, es war trotzdem staubig gewesen. Und dann habe ich den hier genommen und habe auf volle Stufe. Was klappert denn da? Auf volle Stufe das angesenkt. Das konnte man richtig sehen, wie das hier auf, wo das hier flüssig wurde. Ja, das wurde richtig. Dadurch habe ich das jetzt versiegelt. Deswegen hier ist auch ein bisschen braun. Ja, hier ist ein bisschen braun. Aber das ist gut. Das ist gut, weil das hier total. Das ist 20 Jahre alt. Das war richtig bröselig, pulverig, abgewetzt. Und durch diese heißes Ding wurde das nochmal. Habe ich das überall ein bisschen versiegelt. Und was habe ich hier noch? Diese waren auch alle rausgerissen. Das sind Klettverschlüsse. Ich habe auch darauf geachtet, dass man... Ich habe den ja schon mal auseinander gehabt, vor 10 Jahren, umgewaschen. Das reißt man hier sofort mit unter... Das reißt man mit ab. Aber das war bei mir sowieso lose. Jetzt habe ich hier Polsterreiniger. 2012 oder 2018, weiß ich nicht, was da drauf steht. 1953, 12, 6, 18. Das eine Lage drauf und das scheint auch hingehauen zu haben. Das scheint auch hingehauen zu haben. Ja, ich habe mir vor 10 Jahren schon Autos angeguckt und hier habe ich 2 Putzlappen gesetzt. Auch mit dem Kleber, ja. Hier einmal hier, weil das hier ein bisschen auf war. So die übrig einen Putzlappen drüber gezogen. Und hier auch nochmal so ein Aldi Anti-Fett-Pad.
draufgezogen. Da ist auch eine kleine Schicht Schaumstoff drin. So, weil das hier ein bisschen abgeranzt war. Und diesen habe ich durchgezogen. Ja, wenn der Sitzbezug drauf ist, dann kann ich den hier noch ein bisschen stramm ziehen. Das ist jetzt nur... Das macht ja natürlich alles keinen Sinn. Nicht wirklich, aber eins muss man festhalten. Das Ding ist jetzt sauber. Der Suff ist raus. Brauche ich denn die Bezüge hier? Die sind hier. Ja. Ich habe ja gestern schon mit Polsterreiniger den ganzen Wagen sauber gemacht. Ich habe eine ganze Dose von dem Mercedes-Zeug draufgeballert. Hier, das hier. Die ganze Dose. Da könnt ihr die Nummer mal googeln. Das riecht wie eine S-Klasse von 1992. 12 Zylinder, wenn der Kunde die Sonderbehandlung bekommen hat. Ja, so Fusch am Bau. Weiß nicht, wie gut das klebt. Der klebt schon gut, aber ja, das war's mit dem Sitz. Haufen Arbeit. Es ist genau 12 Uhr. 6 Uhr, ich bin heute Morgen um 6 aufgestanden. Irre, sag ich nur. Irre. Ja, den habe ich festgesetzt. Ich möchte nicht festgesetzt haben, das mit dem Stecker ist ja auch so, du baust den Sitz raus und der hakt vielleicht irgendwo fest, ja, oder sonst was. So kommt jetzt der Zug nicht aufs Kabel. Ne? Ich demonstriere, kommt der Zug nicht aufs Kabel. Ja, ich meine, was soll's echt, der wird 20 Jahre alt. Ja. Auf jeden Fall baue ich das jetzt ein und... wie gesagt, die Zimpeln, die können keinen Fehler jetzt mehr schmeißen. Oder eigentlich nicht. Und die Massekabel eigentlich, selbst wenn die kaputt gewesen wären, die sind ja die alten. Die Massekabel, ich weiß nicht. Normalerweise hat er eine Masse. Normalerweise kriegt er eine ordentliche Masse. Ja, gut. Dann beende ich das Video. Ja. Ja, was kann man noch sagen? Es gibt dieses hier auch. Es gibt den Stecker original als Reparatursatz. Da ist dann so ein Kabel mit dabei. Und die Lötverbinder, die du heiß machst. Wobei die wahrscheinlich nicht, wenn, da ich den ja hier geflickt habe, die reichen aber nicht bis hierhin. Das ist halt eben eine Reparatur für Sitz raus wahrscheinlich, aber nicht abziehen. Ja. Und was ich noch gegoogelt habe heute Morgen, das ist ja ein Zweitürer und der wird wahrscheinlich dieselben Sitze haben, habe ich mal groß angegoogelt, wie das Cabrio. Die gibt es ja auch noch als Cabrio. Das heißt, wenn man mal irgendwie an einem frischen Sitz kommen möchte, dann muss man sich einen vom Cabrio besorgen, von einem verunfallten Cabrio. Und am besten das Lederding, eine Lederausstattung, ob man den dann drin lässt oder nicht, ist egal. Aber wenn du einen total verranzten, billigen Ledersitz kriegst, der wird wahrscheinlich, wenn der Schaumkern derselbe ist bei der Lederausstattung, das kann man ja alles googeln im Cut-Car, dann kann man den als Unterbau benutzen. Ja. Und wie gesagt, die Kabelbäume, ich habe gegoogelt, diese Nummern, die da dran sind. Ja. Oder auch bei Cutcar, die Nummern, die du findest die nicht. Du findest bei eBay Megan 2 Kabelbaum. Aber wenn du so einen Zweitürer hast, da sitzt ein ganzer Schwung mehr dran. Ich sag's, wie es ist. Ich sag, die billigste Lösung ist wahrscheinlich, wenn so ein Sitz 300, 400, 500 Euro kostet oder so ein Sitz 200 Euro kostet. Die billigste Lösung ist, sich einen Sitz zu kaufen. Und dann, ich hab's jetzt noch nicht genau geguckt. Ich hab's noch nicht genau geguckt, ob vom Zweitürer der Beifahrersitz derselbe ist. Dann nimmt man natürlich den Beifahrersitz, weil der Beifahrersitz wird weniger benutzt, der hat weniger Verschleiß.
Vielleicht. Den kann ich auch noch abschneiden. Das ist ganz anders. Ja, riecht gut.